Das hier, ich hatte ja vorhin angekündigt, wir werden uns noch andere Schreibweisen überlegen für Permutationen. Diese Schreibweise werden wir in Zukunft als Kurzschreibweise benutzen für Permutationen. Wir werden also schreiben in Zukunft für A zum Beispiel, A war das hier oben, ja, werden wir einfach das schreiben. A ist diese Abbildung. Spart man sich die Hälfte der Schreibarbeit. Und das ist jetzt folgendermaßen zu lesen. A ist die Abbildung, die 1 auf 3 abbildet, die 3 auf 2 abbildet, die 2 auf 4 abbildet und die 4 auf 1 abbildet. Also das ist immer so zu lesen, jede Zahl wird auf das abgebildet, was rechts von ihr steht, außer der ganz rechts, die wird auf das abgebildet, was ganz links steht. Das ist ein Zyklus. Also kann ich jetzt sagen, A ist diese Abbildung. Und ich könnte schreiben, B ist diese Abbildung. Das ist so zu lesen, erstmal ist klar, 1 geht auf 3, 3 geht auf 2, 2 geht auf 1. Und es ist so zu lesen, dass das, was hier nicht vorkommt, sich gar nicht bewegt. Weil hier also die 4 gar nicht steht, ist das so zu verstehen, dass die 4 gar nicht bewegt wird. Und das entspricht ja auch dem, was hier steht. Ja? Wir müssen aber noch so ein bisschen weiter nachdenken über diese Abbildung. Also erstmal ist, wenn man das so schreibt, nicht sofort klar, aus welcher Gruppe diese Permutation eigentlich ist. Die Abbildung B, die wir da eben hatten, die wir jetzt in abgekürzt so schreiben wollen, die sieht ja so aus. 1 geht auf 3, kann ich hier ablesen. 2 geht auf 1, 3 geht auf 2 und 4 geht auf 4. Ich hätte aber jetzt, und das Ganze passiert in der symmetrischen Gruppe S4. Ich hätte aber auch sagen können, B ist die Abbildung 1, 2, 3, 3, 1, 2 in der symmetrischen Gruppe S3. Dann würde ich die auch so schreiben. Ja? Also diese Abkürzung ist schon so ein bisschen knapp in dem Sinne, dass man sagt, ich gehe davon aus, dass der Leser weiß, in welcher Gruppe ich mich gerade befinde. Wenn wir das so schreiben wie hier, dann können wir mit dieser neuen Schreibweise einige Permutationen kürzer schreiben, aber einige nicht. Nämlich die zum Beispiel hier können wir nicht kürzer schreiben, weil hier würden wir jetzt schreiben 1, 3, aber damit haben wir ja nicht beschrieben, was mit 2 und 4 passiert. Das ist aber ganz simpel. Das schreibt man folgendermaßen. Ich sage Ihnen erstmal, wie man es schreibt. C ist 1, 3, 2, 4. Also damit ist gemeint, ich habe hier einen Zyklus, bei dem die 1 auf die 3 und die 3 auf die 1 abgebildet wird. Und ich habe noch einen anderen Zyklus, bei dem die 2 auf die 4 und die 4 auf die 2 abgebildet wird. Und die schreibe ich hintereinander. Und das ist so gemeint, dass man eigentlich sich das auch folgendermaßen vorstellen kann, und das funktioniert dann auch. Sie können das auch so verstehen, dass damit gemeint ist 1, 3, Kulla 2, 4. Dass das also nur eine Abkürzung für das da oben ist, genau wie man auch das Multiplikationszeichen weglässt. Dass das nämlich in dem Sinne zu verstehen ist, ich vertausche erst die 2 und die 4, nichts anderes ist ja so ein kleiner Zyklus hier, und dann die 1 und die 3. Denn das ist ja egal, ob Sie das nacheinander sich vorstellen oder als gleichzeitigen Prozess, weil diese beiden Zyklen sich ja gegenseitig nicht ins Gehege kommen. Ja, man würde sagen, das hier sind disjunkte Zyklen. Weil die Zahlen, die hier in dem einen Zyklus stehen, in dem anderen Zyklus nicht vorkommen. Darum ist es egal, wie ich mir das vorstelle. Ich kann die so schreiben. Ja? Wir werden das gleich nochmal üben, wenn man eine größere Abbildung hat, wie man daraus solche Zyklen macht. Und ob das auch immer geht, ist ja auch noch nicht klar. Aber zumindest sollte das erstmal die Frage beantworten, wie schreibe ich so ein Ding überhaupt hin? Schreibe ich dann einfach als mehrere Zyklen hin. Ja? Und jetzt haben wir also sowas wie eine neue, kürzere Schreibweise, müssen aber uns noch ein bisschen was überlegen. Diese Schreibweise ist zum Beispiel nicht eindeutig. Wir hatten hier oben stehen, B ist 1, 3, 2. Also ich kann schreiben, B ist 1, 3, 2. Damit ist klar, welche Abbildung gemeint ist. Die Abbildung, die 1 auf 3 abbildet, 3 auf 2, 2 auf 1 und alle anderen Zahlen ändern sich nicht. Ich hätte aber auch schreiben können, das ist 3, 2, 1. Weil nämlich das genau dieselbe Abbildung ist. 3 auf 2 steht hier auch. 2 auf 1 steht hier auch. 1 auf 3 steht hier auch. Ja? Also wenn ich Zyklen habe,
dann ist die Art und Weise, wie ich die hinschreibe, nicht eindeutig festgelegt. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, dasselbe hinzuschreiben. Das ist jetzt aber nicht so was unglaublich Beunruhigendes. Mit solchen Dingen, dass es verschiedene Arten und Weisen, dasselbe hinzuschreiben gibt, sind wir ständig konfrontiert. Wir können ja auch statt 4 plus 5, 5 plus 4 schreiben, kräht ja auch kein Hahn nach. Und genauso können wir hier das auch auf verschiedene Arten schreiben und meinen jeweils dasselbe. Ich hätte auch schreiben können, 2 geht auf 1, 1 geht auf 3, ist auch dasselbe. Ich kann die also zyklisch vertauschen, die hier stehen. Aber ich darf natürlich nicht schreiben, das ist dasselbe wie 2, 3, 1. Ich kann nicht einfach irgendwas hier hin und her muscheln. Weil hier ja eindeutig steht, egal wie ich schreibe, dass die 2 auf die 1 geht. Hier steht aber, die 2 geht auf die 3. Ja? Ich darf die zwar durchtauschen, zyklisch, und habe dann verschiedene Arten und Weisen, dasselbe hinzuschreiben. Ich darf aber nicht irgendwie die Reihenfolge ändern. Dann stimmt es nicht mehr. Ja? Also die Schreibweise ist einmal in der Beziehung nicht eindeutig, dass ich die Reihenfolge innerhalb des Zyklus ändern kann. Zweitens ist das, was hier oben steht, auch nicht eindeutig. Ich kann schreiben, das ist das hier, was bedeutet, wenn ich von rechts nach links lese, erst 2 und 4 vertauschen, dann 1 und 3 vertauschen. Ich hätte dafür aber auch schreiben können, erst 1 und 3 vertauschen, dann 2 und 4 vertauschen. Tut sich auch nichts, weil, Begründung von oben, diese Zyklen sind disjunkt. Das heißt, die kommen sich nicht ins Gehege, darum kann ich die auch in anderer Reihenfolge hinschreiben. Ne? Wenn ich das jetzt zusammenpacke, dann gibt es noch mehrere Möglichkeiten, dieselbe Abbildung hinzuschreiben. Ich hätte auch schreiben können 3, 1, 2, 4 oder ich hätte schreiben können 1, 3, 4, 2 oder ich hätte schreiben können und. Können Sie sich jetzt mal überlegen, wie viele Möglichkeiten es gibt, hier dieselbe Abbildung hinzuschreiben. Ist aber jetzt auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, man kann das eigentlich ganz gut lesen und man schreibt wesentlich weniger, als man vorher schreiben musste. Ja? Die sich gar nicht bewegen, schreibt man gar nicht hin. Und für jede andere schreibt man immer nur einen nächsten Schritt hin. Hat man einiges an Arbeit gespart. Und man kann strukturell auch gleich so erkennen, was das Ding eigentlich macht. Man kann also sehen, wie viele Zyklen in der Permutation drinstecken und wie groß sie sind. Und jetzt wollen wir uns vielleicht mal an einem größeren Beispiel nochmal anschauen, wie kann ich eigentlich zu dieser Zyklenschreibweise kommen und uns dabei auch gleich mal überlegen, klappt das überhaupt immer? Funktioniert das immer? Nehmen wir mal, ich denke mir jetzt mal irgendwas aus. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das soll also ein Element aus der symmetrischen Gruppe S8 sein. Und jetzt muss ich hier unten irgendwie die Zahlen verteilen und aufpassen, dass die wirklich auch alle vorkommen. Also schreibe ich die jetzt mal wild gemischt hier irgendwo hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probieren wir das mal gucken, was rauskommt. Und jetzt beobachten wir mal, wie man daraus so eine Zyklenschreibweise machen kann. Und das kann man ganz simpel systematisch machen, indem man am besten bei der 1 anfängt. Man muss nicht bei der 1 anfangen, aber man kann bei der 1 anfangen. Und sich immer aufschreiben, was man macht. Und das, was man schon abgearbeitet hat, einfach durchstreichen. Die 1 geht auf die 8. Den habe ich schon. Jetzt gucke ich bei der 8 weiter. Die 8 geht auf die 7. Den habe ich auch. Die 7 geht auf die 6. Den habe ich auch. Die 6 geht auf die 2. Den habe ich auch. Die 2 geht auf die 4. Den habe ich auch. Und die 4 geht auf die 1. Also ist der Zyklus zu. Ja? Das muss ich natürlich jetzt auch wegstreichen, weil ich den auch erledigt habe. Erste Überlegung. Wenn ich so systematisch vorgehe, ist natürlich klar, dass dieser Zyklus irgendwann wieder geschlossen werden muss. Das kann ja gar nicht anders sein, weil ja unten nur endlich viele Zahlen stehen. Und die Zahl, mit der ich angefangen habe, hier unten auch eine von denen ist. Das heißt, spätestens wenn ich beim letzten wieder angelangt bin, muss der Zyklus geschlossen werden. Ja? Das klappt also immer. Die Frage ist halt nur, was kann noch übrig bleiben? Und das, was übrig bleibt, kann eventuell bedeuten, dass ich dann nochmal wieder einen Zyklus hinschreiben muss. In diesem Fall habe ich nun gerade zufällig welche gewählt, wo keine Zyklen mehr drin sind. Das wäre also jetzt schon fertig. An der Stelle wäre ich schon fertig, weil hier nur noch 3, 3, 5, 5 steht. Die brauchen wir gar nicht hinzuschreiben. Ich könnte jetzt theoretisch sowas schreiben wie
Das ist der einer Zyklus, in dem nur die 3 ist und in dem nur die 5 ist. Aber das spare ich mir. Sowas schreibt man nicht hin, weil das unnötige Schreibarbeit wäre. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Diese Schreibweise ist so gemeint, wenn hier Zahlen gar nicht vorkommen, dann heißt das, die bleiben da, wo sie sind. Jetzt sollte ich mir vielleicht mal ein bisschen was, ein schöneres Beispiel überlegen, wo man mehr dran sehen kann. Nehmen wir mal das hier. Gleiches Spielchen wie eben. Wir fangen an mit der 1 und gucken, wo die hingeht. Die geht auf die 6, können wir abstreichen. Dann kommt die 6, die geht auf die 2, können wir abstreichen. Die 2 geht auf die 1 und der Zyklus ist geschlossen damit. Also Klammer zu. Ja? So, und jetzt, das ist die normale Situation. Jetzt sind wir an einer Stelle, wo wir im Prinzip wieder von vorne anfangen können. Wir können jetzt gucken, ist in dem Rest nochmal ein Zyklus drin? Ja? Und das wird jetzt wieder funktionieren, weil wir ja einen zusammenhängenden Zyklus rausgenommen haben. Das heißt, das, was hier jetzt übrig bleibt, muss immer noch eine Permutation sein. Und wir können genau das, was wir eben gemacht haben, nochmal machen, solange bis nichts mehr übrig ist. Ja? Darum ist das ein ganz simples Verfahren, wie wir das in Zyklen umschreiben können. Jetzt nehmen wir einfach die kleinste Zahl, die wir noch nicht hatten, die hier. Dann würden wir hier hinschreiben, die 3 geht auf die 4, abstreichen. Und die 4 geht wieder auf die 3, Zyklus geschlossen. So. Und dann können wir den nächsten Zyklus aufmachen. Wo geht die 5 hin? Die 5 geht auf die 7, wegstreichen. Die 7 geht wieder auf die 5, Zyklus geschlossen. Und das schreiben wir gar nicht mehr hin, weil die 8 ja auf sich selbst geht. Weg damit. Fertig ist das. Ja? Also, was wir jetzt gesehen haben, ist, jede Permutation lässt sich als Produkt von Zyklen schreiben. Produkt, damit ist gemeint, dass hier dazwischen ja eigentlich so ein Kulla stehen müsste. Man stellt sich das wie so eine Multiplikation vor. Damit ist Produkt gemeint. Jede Permutation lässt sich als Produkt von Zyklen schreiben. Man würde das auch so formulieren, jede Permutation zerfällt in ein Produkt von Zyklen. Man hätte natürlich jetzt gerne sowas wie eindeutig. Und Sie können sich vielleicht entsinnen noch an den Fundamentalsatz der Arithmetik. Da haben wir gesagt, jede natürliche Zahl lässt sich als Produkt von Primzahlen schreiben. Und da hatten wir gesagt, eindeutig bis auf die Reihenfolge. Und das ist hier genauso. Jede Permutation lässt sich als Produkt von Zyklen schreiben. Und zwar sogar eindeutig bis auf die Reihenfolge. Oder eigentlich, ganz genau müsste man sagen, bis auf die Reihenfolgen. Also einmal bis auf die Reihenfolge der Zyklen untereinander und dann auch noch bis auf die Reihenfolge innerhalb der Zyklen, die man auch noch ändern kann. Aber abgesehen davon gibt es nur eine Möglichkeit. Und wie das geht, haben wir eben gerade gesehen.